Willkommen bei Sartre zu einem neuen Video MacBook Pro 16 am Limit. Ich habe diesen MacBook Pro ans Limit gebracht. Wo sind die Grenzen? Es geht um den mittleren Prozessor der drei zur Auswahl stehenden Prozessoren. 2,3 GHz, 8 Core, Intel Core i9 mit 32 GB RAM und AMD Radeon Pro 5500M Grafikkarte mit 8 GB GDDR6 Speicher. Hier ist die Auslastung. 8 Cores mit 2 Hypertreats per Core ergibt 16 Treats. Ich konnte hier noch knapp einen Screenshot machen. Die Auslastung pendelte zwischen minimal 60% und 100%. Hier kann man noch sehen, was ich dabei gemacht habe. Rendering mit Adobe Premiere Pro. Es geht um das 16,5 Minuten lange Video, siehe Link, welches mit der Sony Alpha 7 Mark III und der Broadcasting Software OBS aufgenommen wurde. Hier sind noch die Settings des Exports. 4K, sprich 3840x2160 und 50 Frames per Second. Variable Bitrate, darum zweimal durchgegangen, mit Target von 70 und maximal 96 Megabit pro Sekunde. Audio 320, 48 kHz Stereo. Das Rendering dauerte über eine Stunde und das Resultat ist hervorragend. Wie lange hätte es mit meinem 5 Jahre alten Windows-Computer gedauert? Das wollte ich nicht testen, da es kaum möglich war. Wer Videobearbeitung für sein tägliches Brot verwendet, der kann von der Leistung eigentlich nie genug bekommen. So kann man auch die neuen Mac Pros betrachten. Und theoretisch müsste mit den 28 Core 26 Threads eigentlich das Video in 10 Minuten statt einer Stunde durchgemacht worden sein. Eine große Ersparnis. Was wir daraus lernen können, ist, man kann von der Leistung nie genug bekommen. Desto mehr, desto besser bei gewissen Optionen. Ich werde künftig nur noch mit 25 Frames per Second rendern statt mit den 50. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.